Was würdet ihr machen, wenn ihr nur noch wenige Tage zu leben hättet? Genau darum geht es in Der geilste Tag für euch jetzt hier, Trailer und Review. Florian David Fitz spielt Benno, Matthias Schweighöfer, Andi. Die sitzen im Hospiz bzw. liegen und warten dort nur noch auf ihren Tod. Doch Benno will sich dem nicht beugen und sagt so, ey, wir sterben jetzt eh bald, lass doch noch mal richtig was erleben. Wie sie dann aber nach Südafrika kommen und welche Hintergedanken Benno eigentlich hat, das verrate ich euch nicht, aber wie es aussieht, wenn Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz durch Südafrika cruisen, seht ihr hier im Trailer. Warum kommen sie erst jetzt? Das ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Er. Und wie sind die Chancen? Geschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht, Trauer in sich reinzufressen. Ja, ich mach da mal den Anfang, ne? Womit? Ja! Ich lasse die Balkontür offen, okay? Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst einen Kredit auf, wir machen eine halbe Halbe, wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Das ist doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuerte Haarfarbe hast? Was? Das war's. Ja. Holen wir das Geld an der Kasse oder? Haben Sie es denn so eilig? Natürlich nicht. Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu, zeig drauf. Das Augen zu, zeig drauf. Mombasa. Was? Geil. Super geil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Was ist das denn? Wir wollten doch als Ende der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig? Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. War das jetzt schon der geilste Tag? Das ist mir noch viel geiler. Gib mir meine Kohle. Ohne geilsten Tag keine Kohle. Florian David Fitz ist einmal wieder todkrank, wie in Hin und Weg. Auch dort gab es wie eine Art Roadmovie, genauso wie in Vincent Vermeer. Da ging es dann zwar nicht um eine tödliche Krankheit, aber alle waren krank und hatten daran Spaß, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen. Ebenfalls in einem Roadmovie. Ist das jetzt so ein Abklatsch von beiden Filmen? Oder ist es doch Knocking on Heaven's Door Teil 2? Es ist eben schon sehr, sehr ähnlich, aber hat dennoch auf jeden Fall eine eigene Identität. Das kann ich vorweg auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist ein schwieriges Thema, denn gerade das Thema Toter spricht man nicht gerne drüber, außer man hat eben jetzt selber einen Fall in der Familie oder im Freundeskreis, der einen mitnimmt und berührt, sodass man das Thema eher so im Fokus hat. Ansonsten sehen wir sowas natürlich erst einmal im Film und gerade daraus eine Komödie zu machen, ist natürlich immer so ein schmaler Grat. Man muss so die Tonalität finden, wo ist es jetzt total richtig, sich darüber lustig zu machen und wo sind eher so emotionale Stücke gefordert. Er versucht das, also Florian David Fitz hat hier den Film auch selber inszeniert als Regisseur, versucht da auf jeden Fall so die Waage zu halten. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Ich fange jetzt erstmal bei den lustigen Szenen an. Es gibt durchaus Momente, die sind extrem witzig, die leben dann davon, dass es wirklich authentisch, so eine authentische Chemie zwischen ihm und Matthias Schweighöfer so sich aufbaut. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Momente, da soll jetzt so der plumpe, schnelle Gag rausgeholt werden. So hihihi, das ist ja witzig. Auch da gibt es wieder so redundante Elemente. Könnte man als Running Gag bezeichnen, nervt aber an einigen Stellen auch. Genauso dieses Rumgeschreie von Matthias Schweighöfer, gerade so in der ersten Hälfte, ist aus meiner Sicht eher ein bisschen anstrengend. Dann gibt es eben aber auch wirklich tolle Momente und das wechselt sich immer wieder ab. Und was aber eben schade ist, wenn einiges sehr, sehr gelungen ist, was dann aber so quasi am Ende der Szene durch sowas Plumpes dann am Ende dann doch die Kraft und den Ausdruck dadurch verliert. Ist ein bisschen schade. Beim Emotionalen ist es übrigens ähnlich. Es gibt immer wieder Momente, da glaubt man beiden, dass sie sich gerade wirklich damit auseinandersetzen, dass sie wirklich gerade krank sind. Da gibt es auch so schauspielerisch nicht viel zu meckern, das ist tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Dann gibt es aber auch wieder die Momente, da brauchen wir so dieses gelbe Sonnenuntergangs-Gegenlicht, ein paar Kalendersprüche, leuchtende Augen, so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, was so ein Film gar nicht braucht, denn die Geschichte selber ist ja grundsätzlich traurig und emotional genug. Da bin ich eben eher ein Freund davon, der durch das Erzählte selber in eine Emotion reinkommt oder vielleicht auch Tränen vergießt und eben nicht, weil es per Knopfdruck durch den Regisseur geschieht. Daher
bin ich da sehr, sehr zwiegespalten und eben nicht komplett überzeugt, aber auch nicht ganz abgeneigt. Visuell sieht das Ganze toll aus, gerade Pantaleons-Film, Schweighöfer und Co. Die Filme, die sehen wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Man könnte auch sagen, so ein bisschen glatt gebügelt, aber insgesamt, ehrlich, man meckert so viel immer über, ja, wie sieht ein deutscher Film aus, das sieht toll aus, internationales Niveau, allgemein Production Value ist extrem hoch, gerade wenn man überlegt, dass deutsche Filme natürlich ein niedrigeres Budget haben. Entsprechend für euch, ich bin wirklich nicht rausgegangen und war dann irgendwie emotional gefasst. Es gibt eben auch so ein paar Momente, gerade auch gegen Ende, da macht man es sich sehr, sehr leicht. Da hätte man im Drehbuch, gerade was die Geschichte betrifft, nicht so den ganz konventionellen Pfad betreten müssen. Aber es ist eben jetzt auch kein Rohrkrepierer. Entsprechend besser als gedacht, auch besser als die letzten Schweighöfer-Filme, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, aus meiner Sicht. Aber nicht so stark, wie er hätte sein können und wie auch zum Beispiel Hin und Weg oder Vincent Willmeer. Von mir gibt es 5 von 10 Punkten für Der geilste Tag. Falls ihr den Film schon gesehen habt, lasst doch gerne mal eure Meinung da. Für mich eben eher durchschnittlich. Was für mich tolle Filme sind, habe ich euch zum Beispiel in dem Oscar-Special Top 10, die besten Oscar-Gewinner, unten links mal platziert. Oder wenn es witzig werden soll, das Interview zu Zoolander 2 mit Ben Stiller und Wilson Penelope Cruz unten rechts. Und ansonsten sehen wir uns gerne hier bald wieder in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.